Grüß dich. So, du bist gerade ja schon aufgetreten. Wir müssen so machen, ne? Sonst ist ja auch immer das hier. Dieses ey, ich verkack's das nur noch. Und dann seit, so. Seit Roni wird nur noch verkackt. Das ist Schmidt. Ich heiße fast genauso. Ich heiße Tommy Schmidt und die Sendung heißt Studio Schmidt. Aber das ist nicht Studio Schmidt, sondern das ist THS, hast du dir ausgedacht worden, ne? Yeah. Talk hinterm Studio. Das machen wir jetzt oft, hoffentlich. Nämlich immer nach der Sendung als kleiner Backstage-Talk. Hängt das nur hiervon ab? Schön, ja genau, es hängt hiervon ab. Wenn okay, du jetzt nicht krank. Performst, ja, ja. Dann machen wir es nie wieder. Also sollten Sie es nie wieder sehen, der Mann ist schuld. Auf Wiedersehen. So, ich mache, trinken Sie mal, weil, was macht man? Man trinkt Bier danach. Ne? Und das, jetzt habe ich natürlich doch, ich habe hier einen Flaschenöffner bekommen. Wir sind hier beim Fernsehen. So, Prost erstmal. Prost. Und, ja, Kölsch halt, ne? Bei THS geht es darum, dass wir hier so Backstage-Pässe haben und auf denen stehen Themen. Das ist jetzt kein normaler Talk, weil ich weiß auch nicht, was da für Themen hinterstehen. Und wir ziehen die einfach, so ein paar, und dann können wir einfach ein bisschen drüber schnacken, wenn du Bock hast. Krank, ja. Bock? Voll. Mega. Let's go. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Was steht denn hier? Erfolgsdruck. Boah, ich bin Grundschullehrer, was steht denn hier? Lies doch mal vor. Erfolgsdruck, das ist wirklich sehr deep. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so Giraffe oder Zebra. Erfolgsdruck. Oh. Spürst du den? Nee, eigentlich gar nicht so doll. Muss ich echt sagen. Also ich habe irgendwie mir angewöhnt zu chillen. Weil man sonst auch eh nur Kacke wird. Also du hast eigentlich nur die Möglichkeit, entweder dir Kopf zu machen und Kacke zu sein oder nicht Kopf zu machen und vielleicht Kacke zu sein. Mhm. Insofern lieber so, oder? Ja, ich bei mir also ich glaube, es klappt auch fast immer. Ich weiß nicht, bin ich richtig ehrlich? Aber war das schon immer so? Bist du wirklich ehrlich gerade oder ist es so eine? Ja, also das ist natürlich die Logik hinter allem, aber ja. Ey, man findet sich halt einfach manchmal Kacke. So steht man auf und denkt, boah, ich kann gar nichts, ich muss aber. Eigentlich passiert es nicht besonders oft. Ich habe mir auch angewöhnt, mir um weniger Dinge in den Kopf zu machen. Irgendwie. Aber es ist natürlich, wir haben es auch einfach. Wir haben es einfacher. Warum? Ja, wir sitzen hier und werden hier gefilmt, also scheint ja irgendwie Leute zu geben, die das gucken wollen. Das heißt, wir haben mehr. Du meinst, jetzt können wir nicht mehr verkacken. Naja, was ist auf dem Rückweg zum Beispiel? Weißt du, wenn es irgendwann, wenn keiner mehr kommt, wenn keiner mehr guckt. Ja. Ich glaube, dann kommt der Erfolgsdruck, oder? Ja, wenn ich dann plötzlich beim perfekten Dinner sitze. Oh Mann, du bist richtig traurig. Ja? Nee, aber irgendwie diesen Erfolgsdruck habe ich gerade, ja, empfinde ich irgendwie nicht, weil ich wirklich darüber immer mehr so, das, naja, so vor Augen führe, versuche, die Dinge nicht so wichtig zu nehmen. Ja, voll. Wie gesagt, ich glaube, dann ist man eh scheiße. Hm? Das ist ein bisschen wie mit Single-Schreiben. So, wenn du dir vornimmst, eine Single zu schreiben, dann, weiß ich nicht, dann denkst du ja an Single-Schreiben und nicht an das, was in der Single stattfinden soll. Ja. Also schreibst du auch keinen guten Song. Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Da sind wir jetzt beim Thema. Wo ist zu Hause? Boah, ich bin zu lange überall gewesen, um irgendwo zu Hause zu sein. Ich glaube, zu Hause ist aber immer ein Schreibtisch, Gitarre und dann bin ich zu Hause. Nein, du hast so ein Heimatgefühl irgendwo. Nee, voll nicht. Du sitzt also im Motel One in Kassel und bist dann da zu Hause, wenn eine Gitarre dabei ist. Das Motel One in Kassel ist wahrscheinlich einfach Kacke, deswegen fühle ich mich da nicht sehr zu Hause, aber ey, kein Front gegen Motel One. Nein, gibt noch viele andere schlechte Hotels. Sollen wir sie aufzählen alle? Ja, das... Ibibis. Nee, aber hast du ein Heimatgefühl? Nee, nicht mehr wirklich. Also klar, ich weiß, wenn ich irgendwie in einem Kaff ankomme, wo ich früher irgendwie groß geworden bin, so, dann denke ich mir so, okay, krank. Aber es ist auch irgendwie, man hat so eine Distanz irgendwie dazu bekommen und sieht das erste Mal, in welchem Kackloch man irgendwie groß geworden ist. Man sieht die 50er-Jahre-Bauten. Und du siehst die immer noch da sind. Die Vorgarten-Battles, die sich die Leute irgendwie so machen. Aber bei mir ist es jetzt ein bisschen so. Das habe ich früher nicht gesehen. Ich war halt dann einmal bis auf dem Weg zu Freunden. Unterwegs. So, wo gehen wir heute Abend hin? Und klar, so. Vortrinken war immer ganz wichtig. Vortrinken. Nee, bei mir ist es immer so, wenn ich so im Studium in der Heimat dann war zu Besuch, dann taten mir die immer noch da waren, alle so ein bisschen leid. Mittlerweile, manchmal habe ich jetzt so das Gefühl, ich bin der Typ, der immer noch in der Großstadt da sitzt und die haben Haus, Garten, so dieses Ganze. Na, das ist eigentlich kein Ziel von mir, aber ich verstehe, dass das happy macht für eine gewisse Zeit wahrscheinlich. Boah, aber auch nicht einfach, ich glaube, ja, entspannen. Für jeden was anderes. Aber wie ist denn da bei dir zu Hause? Machst du Musik auch zu Hause? Wie sehr mögen dich deine Nachbarn? Nee, denen war das eigentlich immer egal.
Die haben das auch gar nicht mitgekriegt. Ich bin aber auch kein lauter Musikmacher, muss ich sagen. Irgendwie, ich sitze meistens am Schreibtisch und dann nuschel ich mir. Machst du erst Melodie oder erst Text? Ganz unterschiedlich. Ah, das ist unterschiedlich? Ja. In John, habe ich gelesen, hat nur ein... warte, wie war es jetzt? Hat er komponiert oder hat er geschrieben? Wer jetzt? Elton John. Elton John. Der Achso, der hat ja nur sich von seinem Homie irgendwie Texte schreiben lassen. Genau. Die hat dann irgendwie vertont. Der hat nur Your Song geschrieben. Ja. Genau, das ist natürlich auch der Brecher. Aber trotzdem... Ja, nee, überhaupt nicht. So konzeptionell. Es ist aber auch wirklich, glaube ich, einer der ganz wenigen, irgendwie, die das so gemacht haben. Ja. Überhaupt sich auf eine Seite oder eine Methodik irgendwie festgelegt haben. Also ich mache alles mögliche. Manchmal produziere ich einen halben Beat, manchmal habe ich wirklich nur Akkorde und eine Melodie und später kommt Text. Manchmal habe ich eine Zeile, manchmal kommt beides zusammen irgendwie und man hat auf einmal vier Zeilen und es ist irgendwie eine Hook und man weiß noch nicht, was sonst kommt. Manchmal ist es eine Strophe. Ist völlig, also es kann alles sein. Nice. Next. Das ist schön. Inspiration. Inspiration. Andere Musik vorher hören und dann daran verzweifeln, fuck, so gut werde ich eh nie. Das ist bei mir beim Schreiben oft so. Mhm. Also ich denke mal, Lesen hilft ja vorher, wenn ich was schreiben möchte. Aber nicht die gleiche Gattung darfst du lesen. Exakt, ja, genau voll. Das. Und wenn es ein Kinderbuch ist, irgendwas, damit du in diesen Fluss reinkommst. Voll. Dr. Hast du das auch so? Feierst du Dr. Seuss ab? Ja. Ja, also das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, irgendwie macht an, irgendwie so. Ja. Das mag ich. Aber auch, weiß ich nicht, irgendwelche Leute, die einfach gut schreiben können, gute Beobachtungen machen, das ist für mich natürlich dann irgendwie praktisch so. Aber jetzt nicht irgendwie die Top 50 Spotify durchhören und dann versuchen, nee, genau solche Musik zu machen. So. Das willst du auch nicht. Das wird, glaube ich, kacke. Und ich habe neulich was Witziges gelesen, dass irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, das ist jetzt auch wie so Buzzfeed-Wissen, aber so, die haben irgendwie die Top 50 der weltweit führenden CEOs von irgendwelchen führenden Unternehmen irgendwie gefragt, irgendwie, wo sie die guten Ideen hatten, die sie hatten. Und dann haben die alle gesagt, also keiner von denen hat gesagt, at work. Nee, niemand. Wo küsst dich die Muse, um mal diese pathetische Frage zu stellen? Also Dusche, Joke, oder? Der Joke. Ja, finde ich gut. Das ist völlig, keine Ahnung, aber das kann sogar manchmal am Schreibtisch passieren, weil ich die Zeit dort genieße und irgendwie dann so rumfummle und irgendwie so mein Keyboard, meine Gitarre, blablablub, das kann da passieren, aber vor allem irgendwie würde ich sagen, bei irgendeinem alltäglichen Scheiß, wo eigentlich das Hirn so auf 20% Rechnerleistung die ganze Zeit so summt. Aber das sagen ja alle, ne? Dass wir zu wenig Langeweile haben und wenn wir Langeweile voll hätten, auf den Boden liegen und einen Ball an die Decke werfen, das ist immer mein Langeweile-Ding. Ich werfe den Ball immer so an die Decke, dass er gerade nicht die Decke berührt. Das mache ich dann so eine halbe Stunde und dabei kommen die Ideen. Hast du noch Langeweile? Auf jeden Fall. Beruflich quasi. Ja, ja, aber hast du noch Langeweile? Ja, komm. Weil ich schaff's kaum noch. Situationen, in denen ich dann irgendwie Langeweile aufhabe. Handysucht, wie sieht's damit aus? Weil das ist mein Problem. Das Handy ist ganz destruktiv für Kreativität auf jeden Fall. Machen wir noch einen? Eine machen wir noch. Machen wir noch einen. Letzte. Oh, ist das zu deep? Ja, ist langweilig vor allem. Melancholie? Melancholie ist doch langweilig. Melancholie fickt dich ins Knie. Heißt Weihnachtsrituale. Weihnachtsrituale? Mhm. Gehst du saufen an Heiligabend? Nicht mehr. Aber nicht wegen Traditionsbewusstsein, sondern weil ich zu alt bin. Ich kann das nicht mehr. Weil am nächsten Tag, am ersten Weihnachtsfeiertag ist bei uns immer dick Frühstück und dann wäge ich mittlerweile ab. Ja. Ich wusste das auch. Ich kann da nicht mehr um 10 Uhr sitzen und an einem Croissant rumknabbern. Pendam ist 14 Uhr mit Elotrans und Ibuprofen, alles volles Programm. Ja. Das ist mein großes Deswegen. Aber sonst, boah, Weihnachtsrituale. Wir schenken uns nichts mehr mit der Family und so. Echt? Habt ihr alle gemeinsam beschlossen? Ja, wir spenden immer Geld. Wer hatte die Idee? Ich. Aber nicht, weil ich ein guter Mensch bin, sondern weil ich zu faul war, Geschenke zu kaufen. Verstehe. Ja, klar. Wie ich mach mich ehrlich, heißt es in der Politik so schön. Man sagt nicht mehr, ich bin ehrlich, ich mach mich ehrlich. Wie ist es bei dir? Hast du Weihnachtsritual? Kaufst du einen Baum? Nee, ne? Ich kaufe leider einen riesigen Baum. Ja. Ernsthaft? Einen richtig großen Baum habe ich letztes Jahr gekauft. Aber wir hatten auch so hohe Decken. Ich musste das irgendwie ausfüllen und ich habe irgendwie ein bisschen an... Vielleicht habe ich als Kind so auf den kleinen Lord geguckt. Ja. Was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm? Der Grinch? Nee, den finde ich am schlechtesten. Vielleicht. Ich finde die schöne Bescherung finde ich am besten. Da wurde das ganze Haus illuminiert. Ich liebe Will Ferrell. Ja, natürlich. Wer nicht? Aber das wäre jetzt irgendwie, ich meine, von dem kann man eher. Endlich mal jemand, der ihn richtig ausspricht, das tut so gut. Ist das so? Ja. War jetzt Zufall. Will Ferrell sagen doch immer die Deutschen alle. Ja, stimmt, kann sein. Aber
Ja, Weihnachtsrituale. Was gibt's zu essen? Aber der Grinch, ich kann da irgendwie auch relaten, weil ich hasse Weihnachten irgendwie auch und ich liebe das aber auch. Ja, aber ich glaube, so aber fühlen sich... Ich glaube, das ist nicht so edgy, wie du denkst. Ja, ich glaube, so geht's allen. Ist, ja, weil wenn du zum Beispiel auch total happy gerade bist, ist Weihnachten irgendwie cool, man fährt nach Hause, man... oder wo auch immer hin und trifft sich mit Freunden von früher und Family und so weiter und streichelt irgendeinen alten Hund. Aber manchmal ist Weihnachten auch richtig schlimm. Und wenn du nämlich, wenn du sad bist und traurig bist, ist das mental, finde ich, eine richtige Herausforderung, Weihnachten. Ja, auch wenn du alleine bist. Ja, aber das meine ich ja, dann, ist, dann ist es irgendwie traurig. Aber alles Leute, ich will euch gar nicht unterbrechen, aber wir müssen dicht machen. Das war's? Das war's jetzt, ja. Wir sind die Letzten hier im Gebäude. Ist nur noch Barbara Salisch nebenan, Strafgericht. So. So, nett. Können wir noch mal ein richtiges Bier nehmen? Darf ich das einfach ohne? Hey, ich bin Tommy und mit diesem simplen Trick kannst du innerhalb von 10 Minuten 100.000 Euro verdienen. So gehen doch YouTube-Clips los, oder? Naja, wenn du noch mehr von Studio Schmidt sehen willst, klicke hier, hier, hier oder hier. Oder komm rüber zu den Erwachsenen in die ZDF-Mediathek. Da findest du auch noch mal die komplette Sendung. Versprochen, ich glaube an dich.